Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP und, Moment mal, wer ist denn das hier vor mir eigentlich? Ach, die Anna! Hallo Anna, grüß dich! Aber ich fand's hier gerade mega schön, weil alle Geistliche irgendwie gerade am Start sind. Da haben wir Natalie McDonald, da haben wir John und Rothausi haben wir hier auch an der Stelle. Und auch natürlich die ganzen Lehrer und ganz besonders erwähnenswert auch der gute Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Grüß dich, Dagi LP. Wie kann ich dir weiterhelfen? Jetzt gerade eigentlich nicht, Mr. Dumbledore, aber ich würde vielleicht gleich nochmal wiederkommen und Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn das in Ordnung ist. Ja, ist okay, Dagi LP. Ah, alles klar, cool. Ja, dann würde ich... Hey, das ist... Oh, wie niedlich. Ah, hallo, wer ist denn das hier? Hannah Scamander. Guck mal, Hannah, ein süßer kleiner Geist, ne? Oh, hallo Hannah, grüß dich. Ich streichel dich. So, aber ich habe leider Aufgaben zu erfüllen, Hannah. Deswegen kann ich leider jetzt nicht mit dir spielen. Es tut mir wahnsinnig leid. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Aber ich guck mal, vielleicht ist da draußen irgendwie ein Spielgefährte für dich, den ich dir dazu rufen kann oder so. Hey, Leute, ist hier irgendjemand, der mit Hannah spielen möchte? Hallo? Nö, hier ist keiner. Sorry, Hannah, hier wirst du keine Freunde finden. Okay. Aber ich muss, wie gesagt, andere Aufgaben übernehmen und deswegen machen wir das doch einfach mal direkt an der Stelle. Hallo? Hey, Moment mal, die ist gar nicht runterge... Mann, ich wollte die runterschmeißen. Mann, jetzt will man einmal fies sein und dann klappt das nicht mal. Jetzt hasst die mich locker. Ginny 7, es tut mir wahnsinnig leid, wenn du diese Folge hier schaust. Es war, kein Versehen, aber... tun wir einfach so, als wäre es ein Versehen gewesen. So, dann drücke ich mal Home Folge 2. Ich habe dem leider noch keinen kreativeren Namen gegeben, Leute. Denn, ja, was ist der heutige Bauabschnitt, beziehungsweise was habe ich heute vor? Ihr seht schon, eigentlich ist mein Outfit hier gar nicht nötig, weil ich den guten Fluffy diesmal keine Angst machen muss, weil er ist nicht da, Leute. Der liebe Flo ist vorhin online gekommen und hat ihn entfernt, damit ich mich heute an die... Oh Gott, Leute, ich hab so Angst, ey, an diese unglaublich komplizierte Aufgabe wagen kann, das ganze Dach hier weiter zu bearbeiten und das Seitenprofil, Wandprofil und... Ja, genau, ich habe mir ganz, ganz wenig Gedanken vorher gemacht, also ein bisschen was habe ich mir überlegt, einfach nur, damit ich nicht komplett jetzt hier rumlose, sondern damit wir trotzdem heute vielleicht so den ein oder anderen, wenn auch kleinen Fortschritt schaffen. Und ich habe ein Thema am Start, ein Thema, welches sich auf Albus Dumbledore bezieht, so viel kann ich schon mal verraten, aber was genau das sein wird, das verrate ich, glaube ich, erst gleich, weil ich glaube, wir wären besser damit bedient, wenn ich jetzt erstmal kurz mir Gedanken zu der Bauaufgabe mache. Cobblestone brauche ich auch nochmal eben, weil ich glaube, ich baue die Säulen noch einen Stein höher, dann wirkt das Ganze mehr wie auf den Bildern. Ich werde euch auch die Bilder vom Raum, den ich hier gerade baue, einblenden oder zumindest die wichtigsten. Ein Bild habe ich auch neben mir offen und dort sieht man ganz genau, wie der Raum von den Seitenteilen aufgebaut wurde. Also man sieht das, dass dieser Mittelpfosten, also Daniel aus der Zukunft, bitte jetzt einmal Bild einblenden. Man sieht, dass hier beim Mittelpfosten so ein Rundbogen bis zum anderen Pfosten geht. Und zwischen diesem Rundbogen befinden sich die Fenster, die wir ja hier auch gebaut haben. Das bedeutet, auch hier muss so ein Rundbogen gebaut werden. Und das wiederum bedeutet, dass ich, glaube ich, als allererstes mal damit anfange, hier die Decke wegzumachen, weil ich glaube, die behindert mich nur. In der Zeit kann ich aber prima das heutige Thema vorlesen. Deswegen, Leute, zwei Fliegen mit einer Klappe. Umso besser. Das heutige Thema kommt nochmal vom lieben Dean Riddle. Er hat einige gute Fragen jetzt in letzter Zeit gestellt. Also ich habe jetzt noch eine, also neben dieser jetzt noch eine weitere im Petto von ihm, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Aber es wird diese Woche auch noch drei andere Themen von anderen Leuten geben, die auch sehr spannend sind. So viel kann ich euch schon mal sagen, also nicht traurig sein oder denken, dass ich jetzt hier irgendjemand bevorzuge. Ich mache das immer nur von den Fragen abhängig und nicht von den Leuten, die sie stellen. Genau, und zwar hat der liebe Dean Riddle Folgendes geschrieben. Thema für LBH. Wo ist das zweite Schulleiterporträt von Albus Dumbledore? Ja, eine extrem gute Frage. Und ich habe mich extra nochmal vorher informiert. Einerseits habe ich nochmal auf verschiedenen Seiten recherchiert und nachgeschaut. Dann bin ich nochmal zu Dean selber gegangen, also zu Jan, und habe ihn nochmal selber gefragt, weil, ja, ich einfach keine Information gefunden habe. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob das Kanon ist, dass es ein zweites Porträt von Albus Dumbledore überhaupt gibt. Aber es ist nicht direkt Kanon. Also, es gibt... Es gibt mehrere ehemalige Schulleiter, die zwei Porträts haben, zum Beispiel Phineas Nigellus Black, der ja auch im Grimmelplatz ein Porträt von sich hatte und nochmal im Schulleiterbüro von Hogwarts und dann gab es noch einen anderen Vertreter. Also das ist auf jeden Fall
kanonisch und dementsprechend hat auch Jan das quasi so für sich selber interpretiert. Also, dass er quasi gesagt hat oder gedacht hat, ja, wenn die anderen Schulleiter theoretisch zwei Porträts haben, dann wird es ja nicht komplett unlogisch sein, wenn Albus Dumbledore auch noch ein zweites Porträt hätte. Und ja, das finde ich auch sehr interessant, aber wie gesagt, kanonisch wurde es jetzt nicht gesagt, dass Albus Dumbledore auf jeden Fall ein zweites Porträt hat, aber zum Rumphilosophieren und für LBH eignet sich dieses Thema natürlich wieder mal absolut und deswegen habe ich es drangenommen, Leute. Ihr merkt gerade auch schon, ich habe den Shader vergessen auszumachen, ich hoffe, das ist jetzt für die Folge in Ordnung. Ich darf leider zukünftig nicht mehr den Shader ausmachen in der Folge, weil das leider zu Bugs geführt hat in der Vergangenheit, aber ich werde die meiste Zeit ja eh da unten arbeiten und da, ne, sieht man, ist es relativ hell. Zur Not habe ich hier den Zeitumkehrer, dann können wir nochmal in den Tag switchen. Sollte es doch ein bisschen zu dunkel werden. Aber ja, die Arbeit hier oben wird sich ja nur auf die ersten paar Minütchen beziehen. Und danach geht es ans Eingemachte, Leute. Und ich hoffe, ich blamier mich nicht. Also bisher läuft das Ganze ja hier. Also ich bin extrem zufrieden mit diesem Bauabschnitt. Und ich habe Flo vorhin, als er Fluffy entfernt hat, nochmal gefragt, wie er so dazu steht. Und er meinte auch, dass es ihm sehr gut gefällt. Eure Kommentare kenne ich leider an der Stelle noch nicht, deswegen kann ich auch an dieser Stelle noch keine, ja, Tipp-Kommentare einblenden, so wie ich es jetzt auch letzte Woche beim Verbotenen Wald gemacht habe. Weil, naja, war übrigens auch noch eine Frage, die ich euch stellen wollte, Leute. Und zwar, wie seht ihr das? Soll ich in Zukunft eventuell vielleicht dazu übergehen, ja, 2 Wochen vorzuproduzieren? Es wird jetzt wahrscheinlich einige geben, die sofort sagen werden, nein, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, Daniel. Die Begründung ist aber eigentlich gar nicht so verkehrt, finde ich. Weil, naja, wenn ich 2 Wochen vorproduziere, dann könnte ich auf jeden Fall, während ich eine Folge aufnehme, immer, egal welcher Bauabschnitt, auf eure Kommentare zurückgreifen und eure Tipps mit einbringen. Jetzt gerade nämlich, also heute ist Mittwoch, wo ich diese Folge hier aufnehme, heute ist Dienstag, Leute. Ja, Zeit und so, ich bin DuckyLP, ihr wisst Bescheid, Leute. Genau, also heute ist Dienstag und, ja, dementsprechend habe ich noch nicht die Kommentare von letzter Woche zu diesem Raum hier bekommen und dementsprechend leider noch überhaupt gar keine Meinung dazu gelesen oder ja, auch nichts, was ich hier einblenden könnte. Und das wäre natürlich nicht der Fall, wenn ich 2 Wochen vorproduzieren würde, weil dann wäre auf jeden Fall, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, der Bauabschnitt, den ich jetzt hier baue, ja, wären da schon Meinungen eingetrudelt. Aber das ist halt jetzt nicht der Fall, nur dass ihr da Bescheid wisst. Also ich werde das auf jeden Fall weiterführen, weil ich habe sehr viele lobende Kommentare dazu bekommen und das hat mich mega motiviert und ja, ermutigt und ja, genau, deswegen bin ich auf jeden Fall absolut gewillt, das Ganze so weiterzuführen, sofern es halt möglich ist, genau. So, ja, zum Thema kann man ja schon mal ein bisschen kommen. Ich meine, solange ich hier oben noch die letzten Dachsteine am Abbauen bin, bietet sich das auf jeden Fall ganz gut an. Und zwar, ja, ich würde sagen, beginnen wir erstmal damit, wo das andere Porträt von Albus Dumbledore hängt. Ich glaube, das ist, ne, Anfängerwissen, aber ich finde, man sollte leicht anfangen. Also das erste Porträt von Albus Dumbledore, oder das, was halt bekannt ist, das kanonische Porträt, hängt halt im Schulleiterbüro. Und zwar dort nicht mehr hinter dem Schulleiter direkt, sondern ein bisschen weiter nach unten versetzt, weil nur der letztamtierende Schulleiter hängt immer genau hinter dem aktuellen Schulleiter, der eben noch lebt. Und nachdem Dumbledore gestorben ist, hat ja Snape die Schulleitung übernommen. Und ja, genau, deswegen, ja, ist das Ganze ein bisschen versetzt worden, aber so oder so kann man auf jeden Fall sagen. Und übrigens nach Snape dann natürlich Minerva McGonagall, das muss man ja auch nochmal festhalten. Also hat sich das dann auch nochmal ein bisschen verändert. So oder so kann man aber auf jeden Fall sagen, dass sein Porträt im Schulleiterbüro hängt, wo es ja auch am besten aufgehoben ist. Weil ich meine, er war seit seines Lebens immer ein Hogwarts-Enthusiast, würde ich glatt sagen. Also Hogwarts hat ihm mehr bedeutet als irgendeine hohe Anstellung im Zaubereiministerium, wo ihm ja auch einige Stellen angeboten wurden. Ich meine, er wurde sogar als Zaubereiminister gehandelt und hat es selber eigenständig abgelehnt mit der Begründung, dass er eben in Hogwarts bleiben möchte. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr krasses Zeichen und ehrt ihn auch sehr, weil, naja, da hat er sich seine Verpflichtung gesehen und er hat seine Verpflichtung nicht in dem gesehen, was am erfolgreichsten ist oder wo er den meisten Ruhm ernten kann, sondern da, wo er, ja, wo sein Herz eben klopft und das war in Hogwarts und Zeitumkehrer Ahoi. Und, ja, von daher würde ich da glatt sagen, das, ja, ist auf jeden Fall berechtigterweise in diesem, ja, in diesem Schulleiterbüro hängt. So, jetzt muss ich nochmal gerade ganz kurz reingrätschen, ich gehe aber gleich sofort weiter aufs Thema ein, Leute. Nur, ja, ihr wisst schon, jetzt kommt nämlich das Ding. Ich will hier die Rundbögen reinbauen.
Und was wir auch nochmal machen müssen, ist weitere Säulen setzen. Denn hier an den Ecken sind auch nochmal Säulen. Und zwar in jeder Ecke. Und die werden quasi oder verbinden diesen Rundbogen mit dem anderen Pfosten. Also bisher kann ich mir darunter sehr viel vorstellen. Wartet mal, kann man eigentlich... Jetzt bin ich aber gerade hier am Überlegen, Leute. Wobei, ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Ich will nicht, dass man den Dachstein später von innen sieht. Wir können ja mal gerade kurz gucken, ob man den abbauen kann, ohne dass das Probleme gibt. Also, dass wir direkt nach außen kommen. Scheiße. Gut, Daniel. Familienfreundlichkeit ist mal wieder gewahrt. Das Problem ist, ich muss jetzt rausgehen, weil das ein blöder Treppenstein war. Und, nee, warte mal, das... Hä? War das jetzt ein Treppenstein oder war das ein normaler Block? Wenn das ein normaler Block war, kann ich den auch von innen setzen, aber... Das sind doch Treppen da... Ach nee, da ist ein Half-Slab davor. Das sah hier von der Seite so aus wie eine Treppe, aber das ist ein normaler Block gewesen. Ah, alles klar. Ja, das ist dann einfacher. Okay, aber die dürfen wir nicht entfernen. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ich überlege gerade, Leute. Eigentlich ja nicht, glaube ich. Also wir könnten später da irgendwie Treppenstufen oder so reinsetzen. Müssen wir mal gucken, aber erstmal würde ich da kein Problem draus machen. Außer ihr wollt, dass ich ein Problem draus mache. Dann schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Genau. Ja, also so viel erstmal zu dem Thema. Wir wissen also, das erste Porträt von Albus Dumbledore, oder das einzig bekannte, ich sag's lieber so, sonst kriegt's nachher jemand in den falschen Hals oder so. Also das einzig kanonisch bekannte Porträt hängt im Schulleiterbüro von Hogwarts. Jetzt ist halt die Frage, würde auch Dumbledore ein zweites Porträt haben? Und wenn ja, wo? Ich persönlich finde den Gedanken ein bisschen schwierig, ob Dumbledore überhaupt ein zweites Porträt hat. Weil, ja, wie gesagt, sein Herz klopft in Hogwarts. Und wenn ich mir überlegen würde, wo Dumbledore ein weiteres Porträt hat, dann würde ich auch auf jeden Fall weiterhin auf Hogwarts tippen. Also, dass sein zweites Porträt auch irgendwo in Hogwarts hängt. Aber macht halt, ja, ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage, aber... Ansonsten, also wichtige Orte für ihn selber waren ja auch noch zum Beispiel vielleicht das Wohnhaus in Godric's Hollow, wo er mit seiner Familie in seiner Jugend gelebt hat. Wobei ich da nicht mehr ganz genau weiß, ob es steht, beziehungsweise macht es ja auch gar keinen Sinn, ein Porträt irgendwo hinzuhängen, wo keine Existenz mehr derjenigen ist, die eben zu seiner Familie gehören, wisst ihr, wie ich meine? Eine andere Möglichkeit wäre allerdings auch vielleicht in der Nähe von Aberforth Dumbledore. Klar, die beiden Brüder haben sich nie so wirklich, sie haben sich nicht gehasst, aber sie waren sich dann doch oftmals uneinst und ja, deswegen schwieriger Gedanke. Aber wir wissen, Aberforth hatte ja zum Beispiel auch ein Porträt von Ariana bei sich hängen. Und naja, nachdem Dumbledore gestorben ist, also Albus Dumbledore... Könnte man ja theoretisch auch denken, dass vielleicht ein weiteres Porträt irgendwie im Eberkopf oder vielleicht Backstage beim Eberkopf hängt. Wobei das auch ein sehr schwieriger... Ja, also, wobei ich das für ein bisschen glaubwürdiger halte als jetzt irgendwie in Godric's Hollow oder so. Weil, naja, der Bezug zu Godric's Hollow, würde ich jetzt sagen, ist nicht der allergrößte. Ich glaube, das bezieht sich dann halt vor allem darauf, dass seine Familie dort gelebt hat. Aber wenn die Familie halt nicht mehr dort lebt, weil eben entweder tot oder, ne, oder halt einfach nicht mehr dort wohnt, dann ist das halt alles gar nicht mehr so einleuchtend, finde ich. Oder würde nicht mehr so viel Sinn machen. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt einfach mal von Hogwarts ausgehen, welche Orte in Hogwarts wären denn theoretisch für ein, Porträt dieser Klasse noch geeignet? Vielleicht der Raum der Wünsche. Also der Raum der Wünsche, also zumindest in manchen Ausführungen davon, kommt ja auch immer darauf an, wie der Raum der Wünsche dann für die jeweilige Person aussieht. Aber da könnte ich es mir ganz gut vorstellen, weil ich meine, naja, Dumbledore selber hat ja auch gesagt, dass er diesen Raum erst viel, viel später entdeckt hat und dass er auch sehr fasziniert von diesem Raum war. Vielleicht ist das ja so eine Art Argument, dass man sagen könnte, hey, Albus Dumbledore hat vielleicht da nur eins. Aber ja, es ist alles natürlich nur so eine Vermutung, logischerweise. Ich gehe eher in die Richtung zu glauben, dass er gar kein zweites Porträt hat, weil, ja, oder doch, ich habe noch eine Idee. Ja, das ist der Vorteil, wenn man keine Skripte hat, oder was heißt Vorteil, aber da kommen halt manchmal noch so spontane Gedanken dazu. Im Zaubereiministerium, im Zaubergamott, also wie gesagt, er hatte ja nicht so unbedingt, ne, diesen unglaublich krassen Ruhm, Willen oder diesen Draht zum Zaubereiministerium. Aber er war ja Großmeister des Zaubergamotts und Dumbledores Rat war jeher immer ein sehr gefragter. Und vielleicht wurde er ja dort einfach als Porträt hingehangen
um weiterhin mit coolen, tollen Tipps und, ja, solchen Dingen aufzuwarten. Das könnte ja theoretisch sein, dass irgendwie so ein Bild im Zaubergamott hängt. Oder generell, ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand, der zum Großmeister erkoren wird, dass der automatisch ein Bild im Zaubergamott bekommt, einfach um ihn zu ehren, um ein Andenken zu sein, weil der Schulleiter kriegt ja auch ein Porträt. Warum sollte dann ein Großmeister vom Zaubergamott als Ehre dafür, was er geleistet hat, nicht auch eins bekommen? Wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich ja schon einleuchtend, oder? Also wenn einem Schulleiter das zusteht, dann würde ich auch sagen, steht das auch auf jeden Fall einem Großmeister des Zaubergamott zu. Ich würde sogar glatt sagen, dass ein Großmeister des Zaubergamotts hast noch eine ruhmreichere Sache ist, als Schulleiter zu sein. Aber gut, das ist jetzt nur meine eigene Auffassung dessen. Das könnte natürlich auch sein. Aber ob das da mit Dumbledores Wunsch einherging oder einfach nur eine Standardprozedur für Großmeister ist, ja, ist halt die Frage. Aber warum ich nicht glaube, dass Dumbledore unbedingt ein zweites Porträt hat, naja, es gibt halt zu wenig Ansätze, wo man dann sagen könnte, hey, Dumbledore hat da jetzt einen speziellen Draht zu oder da wäre es vielleicht sinnvoll, dass man da ein zweites Porträt hinhängt. Und naja, Dumbledore war ja auch nie so wirklich jemand, der sich irgendwie an diese Welt gefesselt hat. Er wollte ja natürlich auch kein Geist werden, logischerweise. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie gedacht hat oder gesagt hat, ja, es ist sinnvoll oder wäre irgendwie besonders oder wichtig, dass ich jetzt ganz, ganz viele neue Bilder oder ein zweites Bild irgendwo noch bekomme, weil, also versteht man, worauf ich hinaus will, weil irgendwie mir fehlt gerade das Wort, Leute, jedenfalls, glaube ich, war er gar nicht so sehr darauf erpicht, so ein Denkmal quasi zurückzulassen. Er war mehr auf das nächste Abenteuer erpicht, meiner Meinung nach. Aber das ist halt nur meiner. Ich bin gespannt, wie ihr da so, zu steht. Aber ich, komme jetzt mal wieder zur Bauaufgabe, denn ihr merkt wahrscheinlich gerade schon, dass ich mir gerade wieder ordentlich einen am Abstottern war, weil ich nachdenken muss, Leute. Und zwar viel nachdenken. Diese Aufgabe hier ist ganz schön tricky. Ich versuche jetzt quasi gerade hier diesen Übergang zu bauen. Und Luisa, bist du gerade stolz auf mich oder klatschst du dir gerade die Stirn kaputt? Ich hoffe, ersteres, aber könnte auch zweites verstehen. Aber mach dir nichts draus, das kriegen wir schon gebacken hier. So, warte mal, dann machen wir das hier nämlich so weiter. Und zwar versuche ich jetzt gerade, das hier so aufzufächern, weil das auf dem Bild nämlich auch so ist. Und ja, dass sich das dann gleich irgendwie hier so in der Mitte trifft. Also in der Theorie. In der Praxis, keine Ahnung. Aber in der Theorie wäre es echt toll. Aber ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gemacht. Und sowas ist auch echt nicht mein Spezialgebiet. Also es ist weit davon entfernt, ein Spezialgebiet zu sein. Ich setze mal ein paar mehr Fackeln. Nächste Folge, falls wir hier noch weiterarbeiten sollten, werde ich euch wieder den Shader ausmachen. Ich hatte das jetzt wirklich vergessen, Leute. Es tut mir wirklich leid. Aber ich denke, das sollte so einigermaßen in Ordnung gehen, oder? Also so, man kann es angucken, oder? Ich hoffe es zumindest. So, wie verfahren wir jetzt? Wir müssen ja hier ein bisschen breiter werden. Und dann, ja, ich habe absichtlich hier mal so einen Eckstein gesetzt. Ob der später bleiben wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Müssen wir dann beurteilen, aber ja, fürs Erste, ja. Also ich bin nicht unzufrieden, Leute. Aber ob das jetzt am Ende genau den Effekt gibt, den ich mir vorstelle und wünsche, das steht allerdings auf einem ganz, ganz anderen Blatt. So. Moment mal, habe ich jetzt hier unsymmetrisch gearbeitet? Ja, irgendwie schon. Hä, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Ach, hier muss, glaube ich, noch eine Reihe hin, oder? Ja, ja, genau. Hier muss nur eine Reihe hin. So. Und, wartet mal, und da muss noch so ein Eckstein, aber da muss dann ja auch ein Eckstein. Ja, genau, Daniel. Es ist alles noch sehr kompliziert, aber ich glaube, wenn wir diesen einen Übergang korrekt bauen, dann werden die nächsten auch deutlich leichter fallen. Weil, ja, dann hat man sich halt eingegroovt, dann weiß man, wie es funktioniert oder man glaubt zumindest, es zu wissen. Und genau, auf dem Bild sieht man auch, dass sich diese Rundbögen in der Mitte treffen. Also müsste ich eigentlich dieses Prozedere, was ich jetzt hier gerade mache, einfach nur weiterführen und gegebenenfalls lernen, wie man den Animagus richtig bedient. So, nochmal da einen hin und da und
Dann nochmal da und ja, dann nochmal so ein paar Treppen hier dran. Lustig, lustig, tralalala. Heute ist Daniel Abend. Okay, tut mir leid, Leute. Wenn ich mich konzentriere, singe ich immer irgendwie. Aber das wisst ihr ja mittlerweile schon. Habt ihr ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Oh, mein Mitleid, Leute. Und das ist mein aufrichtiges Mitleid. Ich weiß, dass es nicht das Allerschönste auf der Welt ist, was man erfahren kann. So, dann nochmal da einen hin. So, wunderbar. Ja, jetzt müssen wir allerdings auch ein bisschen gucken, weil diese Rundbögen hier... Ja, wobei, eigentlich geht das. Leute, ich bin ja echt noch ein bisschen am Rumrätseln. Kann sein, dass ich hier irgendwas richtig mache, kann aber auch sein, dass ich hier grundsätzlich falsch baue. Aber probieren geht bekanntlich über Studieren und nachdem die letzten Folgen irgendwie relativ gut von der Hand gingen, oder ich zumindest das Gefühl habe, nicht komplett scheiße gebaut zu haben, ja, könnte ich mir, glaube ich, mal wieder eine Fail-Folge erlauben, oder? Also, zumindest sehe ich das so. Ob ihr das so seht, ist natürlich wieder eine andere Frage. So, einen Breiter müssen wir es noch machen. Und dann müssten sie sich auch gleich irgendwann mal eigentlich treffen. So, dann einmal da so ein Block und da so ein Block. Sollen die sich jetzt langsam mal treffen? Weil ich glaube, sonst wird das zu... Ne? Oder? Alter, mein Magen knurrt. Habt ihr das gerade gehört? So, okay, dann setzen wir jetzt einfach mal hier eine Decke drüber. Die verbinden sich, also, ne, die treffen sich jetzt nicht direkt, aber ich will mal gucken, ob das auch so funktioniert, weil sonst wird der Raum eventuell auch ein bisschen zu hoch und ich weiß nicht, ob das dann eher Nachteile mit sich bringt. Wir bauen mal eben das hier so zu und dann beurteilen wir das mal von unten, wie es aussieht. Tadam, wir können ja auch ein bisschen eigene Inspiration mit reinbringen. Klar, ich habe eine Vorlage und ich versuche mich ja auch ein bisschen an dieser zu orientieren, aber... Es ist immer noch freies Bauen und ich würde auch sagen, ja, gucken wir einfach mal, wie es aussieht und entscheiden dann. Ja, 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 könnte man in Angriff nehmen. So, also ich finde das gar nicht so verkehrt. Es ist irgendwie ein Anfang und es sieht irgendwie aus, als hätte ich mir Gedanken gemacht und als wäre das gewollt. Das freut mich gerade schon mal sehr. Jetzt müsste ich irgendwie von den Ecken, also von den Eckpfosten irgendwie so eine Verbindung schaffen. Moment, nochmal eben Zeitumkehrer, ahoi. So, genau, ich müsste hier von diesen Eckpfosten auch nochmal irgendwie so eine Verbindung erreichen. Aber die Frage ist da jetzt, wie? Weil das Problem ist, dass diese blöden Treppenstufen, die ich mal wieder über alles liebe, das war ironisch gemeint, ja, sich natürlich überhaupt nicht vernünftig da rein platzieren lassen. Also so eckig, wisst ihr. Es geht, glaube ich, auch gar nicht. Nee, das geht nur so. Und das sieht nicht richtig aus. Wenn es doch geht, Leute, lasst es mich gerne wissen. Aber, ja, ich weiß es nicht. So, dann machen wir mal eben so, so und so. Weil so verbinden die sich zum Glück. Ein bisschen zumindest. Wir könnten... Ah, nee, einen Half-Slab können wir da nicht dran setzen. Können höchstens sagen, die hier ersetzen wir direkt durch Treppen. Aber... Das wäre dann wieder eine andere Frage, ein anderes Thema für die Zukunft. So, dann nochmal so. Und dann... Ne, warte, andersrum, ne? Also ich glaube, ohne Vorlage das zu bauen, beziehungsweise ohne Plan, einfach nur drauf los, ist ganz schön risky. Weil ich muss mir das ja auch merken, das muss ja auch symmetrisch sein am Ende. Also, ne, wisst ihr, was ich meine? Diese Seite hier, die ich jetzt hier gerade baue... Muss ja so auch auf alle anderen Eckseiten gebaut werden. Und das darf ja nicht anders sein. Das muss ja komplett identisch sein. Leute, Hilfe. Nee, warte mal, der ist verkehrt, glaube ich. Wartet mal. Ich setze jetzt nochmal da einen Block, da einen Block. Wir müssen das ja hier wieder auffüllen. Aber irgendwie habe ich auch wieder das Gefühl, dass ich gar nicht auf einem schlechten Weg bin. Und es freut mich gerade, dass ich so... Ja, was heißt kompliziert? Für mich ist das kompliziert, Leute. Freut mich gerade voll, dass ich so eine komplizierte Aufgabe in einer Folge mache. Also, dass ich mich daran traue und es nicht komplett scheiße aussieht. Also, es ist verbesserungswürdig. Ich würde auch nicht sagen oder in Stein meißeln, dass es gar nicht besser geht, aber... man erkennt ein Muster, oder? Also, ich finde schon. So, jetzt gehen wir nochmal gerade ganz kurz ein paar mehr Treppen holen. So, 42 haben wir hier noch. Zur Not können wir aber auch noch welche craften. Denn diese eine Seite hier würde ich gerne noch fertig kriegen. Dann hätten wir nämlich heute einen echt guten Erfolg verzeichnet. Nämlich den, dass wir wissen, wie wir jetzt jeweils die einzelnen Ecken bauen. Weil, naja, wir haben einmal die Hauptmittelleiste hier gebaut und dann eine Eckleiste hier.
Und die Eckleisten müssten ja eigentlich komplett gleich nur noch auf die anderen Seiten gebaut werden. Da gibt es ja gar keinen Unterschied mehr. Also von daher schließe ich mal daraus, dass wir dann alles einmal vorgebaut und ausgetestet haben. Und dementsprechend da keine Fehler mehr sein dürften. Aber irgendwas wirkt hier gerade... Ich glaube wirklich, dass ich diese Steine hier alle nochmal durch Treppen ersetzen muss. Was heißt muss? Also ich glaube, das hätte sogar einen positiven Effekt. Und was wegen diesen Steinen muss ich mir... Ja, wisst ihr was? Machen wir es einfach so. Ne? Also, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache das aber erst hier, weil dann kann ich mir das später nochmal angucken, ob das wirklich gut aussieht. Aber mal ganz im Ernst, Leute, gefällt euch das bisher? Schreibt es gerne mal in die... Also, gilt immer. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht mal so schlecht arbeite. Vor allem hier mit diesen ganzen dicken Wänden und so. Also ich glaube, das macht schon ein bisschen Sinn. Wie weit sind wir jetzt? Oh Gott, ich bin wieder... Ich habe die Zeit vergessen, Leute. Ich habe die Zeit vergessen. Haha, wartet. Soll uns jetzt aber auch nicht stören. Also ich mache keinen Zeitdruck, aber... Ja, ich will nochmal eben kurz einen einzigen Stein da oben das Ganze platzieren, weil die Deckenhöhe, die maximale Deckenhöhe wäre diese dann hier. Und das muss ja auch dann ebenfalls, ne? Hier so umgesetzt werden. So, das heißt so... Und so. Und, oh Gott, der Animagus. Ah, und so. Und dann... Oh Gott. Jetzt, glaube ich, wird's tricky. Ja. Wartet mal. Ich zieh mal eben das hier ein bisschen weiter nach hinten. So, und jetzt gehen wir nochmal kurz nach unten und schauen uns das Ganze an. Also, es sieht sehr wild aus irgendwie. Sieht es denn auch so aus, als hätte ich mir Gedanken gemacht? Ich weiß es noch nicht. Die Frage ist halt auch am Ende, ob das Ganze sinnvoll auf allen Seiten weitergeführt werden kann. Also, ob das sich am Ende so schön verbindet, dass man da einen Sinn draus sieht, beziehungsweise, dass das, ja, korrekt aussieht. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, Leute. Also, ein paar kleinere Fehler sind noch dabei. Man kann es auf jeden Fall vielleicht noch zukünftig ein bisschen verfeinern. Aber fürs Erste würde ich sagen, ist der Effekt nicht ganz verkehrt. Also ich bin doch durchaus zufrieden. Man muss hier noch ein bisschen dran arbeiten, aber es ist ein guter Anfang. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass euch da draußen die heutige Folge gefallen hat und auch das heutige Thema. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne eure Meinung zu dem heutigen Thema, aber auch gerne zur Bauaufgabe unten in den Kommentaren da. Und dann werden die in den nächsten Wochen auch eingeblendet. Da werde ich nämlich Rücksicht dann darauf nehmen können und ja, hab schon richtig Bock darauf zu wissen, was ihr so sagt und eure Ideen mit einfließen zu lassen. Ansonsten freue ich mich auch über jedes neue Abo, über jeden Daumen nach oben. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!